Hallo liebe Zoofreunde, heute von der Stelzvogelwiese bei einem meiner Lieblingstiere, unseren Chile-Flamingos. Es gibt 6 Flamingo-Arten, 2 davon haben wir im Zoo, 3 davon leben in Südamerika und wir haben hier einen von unseren Chile-Flamingo. Ne? Das sagt der Name schon, dass der vermutlich aus Südamerika kommt. Das ist ein Flamingo, der wird maximal 1,20 Meter groß, wobei schon 50 cm nur für die Beine entfallen. Er ist also ein sehr hochbeiniger Vogel und die können maximal so ungefähr 2 Kilo schwer werden. Bei der Größe kann man noch erwähnen, dass die Männchen immer deutlich größer werden als die Weibchen. So dass man auch hier dann die Paare, wenn man genau hinguckt und viel beobachtet, dann auch sehen kann, wer gehört zusammen und wer ist das Männchen und welcher das Weibchen. Man sieht hier so leicht rosa. Die rosa Farbe kommt durchs Futter. Das sind die Carotinoide, die in dem Futter enthalten sind. In der Natur ernähren sie sich von Krebstierchen, Insekten, Mollusken, auch mal ein kleiner Fisch. Alles, was sie mit dem Schnabel aus dem Wasser heraussieben können. Die gehen mit dem Schnabel tatsächlich ins Wasser, so wie man das da schön sieht gerade, und durchsieben das hinterher. Manchmal sieht man die auch auf der Stelle so treten, damit wirbeln sie Schlamm auf und scheuchen auch Insekten hoch. Im Schnabel selber sind ganz viele kleine Lamellen und dort bleibt das Futter dann eben hängen und kann dann abgeschluckt werden. Bei uns kriegen sie natürlich nicht so viele Mollusken, Insekten und Krebstierchen. Es gibt mittlerweile total großartiges Flamingo-Futter direkt von Futtermittelherstellern, von Spezialisten, die einen Pellet entworfen haben, wo alle wichtigen Farbstoffe und Nährstoffe drin sind, sodass unsere Flamingos immer so schön aussehen, wie sie auch aussehen sollten. Was man dort auch sieht, sind die typischen Nester von den Flamingos. Die bauen nämlich kein Nest wie so ein klassischer Vogel, sondern kleine Schlammhügel. Die können gut 40 cm hoch werden, auch knapp 30 cm im Durchmesser sein, bestehen aus Lehm und die schützen das Nest bzw. das Ei vor Überschwemmung. Hier sind wir jetzt bei so einem Flamingo-Nest. Das ist eine Nisthilfe, da haben wir geholfen, damit die Flamingos dann ein bisschen nachbessern können, sodass sie den Anreiz haben zu brüten. Das ist so ein typischer Hügel, da wird mit Lehm kleckern und mit Lehm und Kot, das ist so eine Mischung aus dem Substrat, kleckern die dann hier tatsächlich wie in so einer Kleckerboot den Lehmhaufen hoch. Oben wird eine Mulde reingedrückt, wo das Ei eben reingelegt wird, damit es auch nicht rausfallen kann. Jetzt kann man auch schon schön sehen, warum nur ein Ei gelegt wird. Danach ist das Nest nämlich voll. Wenn dann noch der Flamingo draufpassen soll, wird für ein zweites Ei schon gar kein Platz. Und so müsst ihr euch die Nester bei den Flamingos dann eben vorstellen. Wenn so ein junger Flamingo schlüpft, ist er weiß. Das Fieber wird dann ganz schnell grau. Und der größte Unterschied ist, der Schnabel ist ganz gerade. Warum ist das so? Ganz einfach, der Babyflamingo oder das Flamingo-Küken wird mit Kropfmilch ernährt. Das ist ein Sekret, welches die Elternflamingos von ihrem krummen Schnabel in den Schnabel des Jungtiers reinlaufen lassen. Und wäre der Schnabel des Jungtiers schon gekrümmt, würde das immer vorbeilaufen. Daher ist er am Anfang gerade und ungefähr mit 2 Monaten fängt er dann an, sich zu krümmen. Unser Flamingo-Schwarm besteht aus 21 Tieren. Und das ist wichtig, dass sie im Schwarm sind. So ein Schwarm bietet nämlich Schutz, macht allerdings das Futteraufwinden für die nicht so viel leichter. Also in erster Linie finden die sich schon zusammen, weil sie einfach geschützter sind und mehr im Schwarm. Da können sich die Beutegreifer nicht direkt auf einen Vogel festsetzen. Viele Köpfe passen auch besser auf als einer und so können die anderen, weil man sieht, wenn die mit dem Kopf unten sind, dann ist ihr Sehfeld recht eingeschränkt und so müssen die anderen eben aufpassen und Alarm machen, falls sich ein Räuber nähern sollte. Die heißen im Wissenschaftlichen Phoenicopterus, das ist der Gattungsname und das bedeutet, oder kommt vom Phönix, der Feuervogel, und Copterus Flügel. Könnte man es halt auch flammiger Flügel nennen und das wurde im Portugiesischen dann wiederum zum Flamenco. Ne? So kam der Name da zustande. Also der Tanz nach den Vögeln, nicht der Vögel nach dem Tanz. Chile-Flamingos könnt ihr auch in Deutschland beobachten und zwar an der niederländischen Grenze in Nordrhein-Westfalen. Da gab es welche, die aus Privathaltung entflohen sind und sich seit 1985 da etabliert haben, immer mehr wurden und mittlerweile da halt eine wirklich regelmäßig nachziehende Kolonie gegründet haben, wo sich jetzt auch schon rosa Flamingos und sogar ein oder andere kubanische Flamingo schon verirrt hat und mit dazugesellt hat. Ich glaube, ganz interessant zu sagen, dass so ein Flamingo in Zoohaltung über 60 Jahre alt werden kann. Der Altersrekord liegt dabei 64 Jahren und das ist schon ziemlich wahnsinniges Alter für einen Vogel. In der Natur werden sie natürlich nicht ganz so alt, weil da einfach viel mehr Gefahren lauern. Aber 60 Jahre sind drin. Gut, ich würde sagen, das reicht für die Chile-Flamingos. Viel Spaß, bis bald im Zoo. Macht's gut, schöne Woche.